Hey, lasst zusammen und willkommen bei einem Let's Play und zwar Titanfall, keine Ahnung, whatever. Ja, die Beta-Phase ist irgendwie offen, keine Ahnung was. Ich hatte mich irgendwie registriert, habe aber jetzt zufällig durch den Clan mitbekommen, dass das irgendwie automatisch bei jedem jetzt drin ist, dieses Titanfall. Und ja, jetzt. Alte Ego-Shooterin, musste ich das natürlich jetzt auch antesten. Also ich habe jetzt schon ein, zwei Runden gespielt, habe dieses Tutorial hinter mir, habe aber schon wieder die Hälfte vergessen, um ehrlich zu sagen. Ich habe das gestern Abend noch ein bisschen gemacht, dieses Tutorial. Ja, beziehungsweise so ein Training, whatever. Finde ich ganz gut für den Einstieg, damit man wirklich auch weiß, was so passiert. Und ja, ich hoffe, ich bin erstens laut genug. Aber ich habe das Gefühl, dass mein Mikrofon sowieso sehr, sehr laut ist. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall will ich euch mitnehmen in Titanfall. Erstmal einen Schluck trinken. Und ja, wir fangen einfach mal an. Play Beta. Ich spiele immer diese Attrition. Das ist nach meinem Gefühl ein bisschen was wie Deathmatch. Hardpoint, das ist wie wahrscheinlich Herrschaft bei Last, bei COD. Und das andere, keine Ahnung, habe ich noch nicht probiert. Ich übe mich jetzt erstmal in dieses Attrition drinne oder so. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Ist wie gesagt ganz nice. Man hat echt viel coole Sachen auf Lager. Und es ist auf jeden Fall eine willkommene Abwechslung zu Counter-Strike, Call of Duty, Battlefield, whatever. Also ich persönlich empfinde das eher so als eine Mischung zwischen Unreal Tournament und Call of Duty. Also das Schießen ist sehr, sehr angenehm. Bei ein, zwei Wochen braucht man fast irgendwie gar kein Aim. Ich finde, da gibt es so eine Cheaterwaffe, das ist eine Pistole. Die werde ich auch gleich nehmen, weil ich mit der am besten rocke. Warum auch immer. Das ist natürlich klar, weil die natürlich extrem viel vorgibt. Oh, guck mal, wir haben schon Kostüme. Ich nehme die hier. Das ist die Primal Smart Pistol. Genau, diese extrem smarte Waffe. Und wir nehmen hier. Was nehmen wir hier? Denn Tank, der kann am meisten aus. Ja, und dann geht's auch schon los. Aber oh, wie gesagt, ich habe es sehr, sehr laut. Ich mache es mal für mich ein bisschen leiser. So, damit ich nicht zu laut rede. Weil das hatte ich bei der Alan Wake-Aufnahme schon sehr hart festgestellt. Gut, jetzt haben die natürlich auch schon total die Tanks. Also man kann durch. Wow. Man kann durch Erschießen und allem drum und dran solche Tanks beschwören. Und ja, kann dann dementsprechend mit denen dann weiter rumballern. Und macht halt sehr viel Damage, beziehungsweise man kriegt auch sehr viel Damage, wenn man auf einen anderen Tank stößt. Was natürlich nicht ausbleibt. Also ihr seht da hinten, das ist glaube ich ein. Oh, hier, mein Titan ist ready. Dann verziehen wir uns mal kurz. Ich verziehe mich meistens immer in eine kleine Ecke. Weiß nicht, meistens, wo es ein bisschen ruhiger ist. Und dann rufe ich meinen Titan. Und also man hat auch kein Limit, also kein Zeitlimit oder so, dass er weg verschwindet oder so. Deswegen kann man in Ruhe auch rufen. Und ah, oh, wir haben verloren. Okay, gut. Also man sieht hier gerade extrem gut. Bei mir leckt es jetzt gerade durch die Aufnahme, aber ist in Ordnung. Ist nicht so schlimm. Ich weiß jetzt nicht. Naja, gut. Ich habe ja natürlich jetzt echt ein bisschen die Arschkarte. Die Map ist gerade zu Ende. Das ist natürlich ein bisschen blöde. Gut, jetzt sieht man hier zum Beispiel. Ich hau auf meinen. So, dann hau ich mal aus meinem Titan raus. Na, jetzt bin ich tot. Na gut, okay. Also die Map ist zu Ende. Zum Schluss hat man die Möglichkeit, irgendwie in so ein Rettungsschiff zu gelangen. Ja, und von dort aus eben nochmal irgendwie Safe-Punkte zu bekommen. Ich habe keine Ahnung. Mein Titan wurde gerade getötet. Und ja,
So ist das. Jetzt bin ich hier mit 000 reingekommen. Super. Bringt halt so gerade in laufendes Spiel gejoint. Ist natürlich ein bisschen blöde. Jetzt warten wir mal gleich ein Anfangsspiel ab. Was natürlich sehr, sehr extrem ist, ist XP-Back. Okay, ist die Startzeit. Ich glaube, die nächste Runde beginnt in 90 Minuten, in 90 Sekunden stand da, aber ich habe auch schon 120 gelesen. Es ist, ja, ganz schön lange Zeit, bis das Ganze läuft. Aber an sich, wie gesagt, finde ich für jeden Call of Duty Fan und Battlefield Fan oder Counter-Strike Fan, beziehungsweise sagen wir mal Ego-Shooter-Typen, es ist auf jeden Fall nett und man kann es auf jeden Fall angucken. Gerade jetzt, wenn man die Chance hat, die Beta zu testen, würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Wer vielleicht nochmal probieren möchte, sich da anzumelden oder so, sollte es machen. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, ob das noch geht. Müsst ihr mal gucken, weiß ich jetzt nicht, kann ich euch nicht hundertprozentig sagen. Es ist aber, man sollte es auf jeden Fall mal getestet haben, weil wenn man das Geld investiert, ich weiß nicht, es wird wahrscheinlich 60 Euro kosten, wie immer alles kostet, ist es natürlich rausgeschmissenes Geld, wenn man es noch nicht spielt, beziehungsweise es einem nicht gefällt. Für mich wären 60 Euro grenzwertig. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auch 60 Euro nach der Beta ausgeben möchte, weil ich mir nicht eben hundertprozentig sicher bin, dass ich das so sehr suchte, dass mir die 60 Euro wert sind. Gerade wenn man das alleine suchtet. Es ist alleine auf jeden Fall Spaß. Es macht Spaß alleine. Ich weiß jetzt nicht, wie die anderen Mods sind. Viele Maps kenne ich hier auch noch nicht. Es gibt, glaube ich, momentan nur zwei Maps, habe ich das Gefühl. Und ja, also man muss da auf jeden Fall gucken, ob man das denn auch so spielt und suchtet und keine Ahnung was. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das suchten werde. Weiß auch nicht, ob ich, wie gesagt, die 60 Euro investieren möchte. Die Beta-Phase werde ich auf jeden Fall jetzt noch nutzen, um mir das noch intensiver reinzuziehen, ob es mich denn so begeistert, dass ich das wirklich sage, okay, ich widerspreche mit allem und sage, ja, ich nehme, spiele dieses Spiel so intensiv wie zum Beispiel Call of Duty oder in meinen ganz schlimmsten Zeiten COD. Also man hat hier wirklich die Möglichkeit, dann an den Wänden lang zu laufen und so einen Doppelsprung zu machen, ne? Und die ganze Scheiße zu rocken, sag ich jetzt einfach mal. Irgendwo hier unten kommen nämlich die Gegner. Mal gucken hier. Okay, anscheinend nicht. Ah! Also man kann hier wirklich rein, so. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht von hier oben was rocken können. Ihr seht diese intelligente Waffe? Die ist total cool. Die visiert die Dinger an. Die Gegner. Und dann muss man praktisch nur noch schießen. Okay, ist er tot? Ja, getötet. Und ihr seht auch das Schießen. Das ist relativ simpel und einfach gemacht. Es ist jetzt auf keinen Fall, wo man andauernd was anvisieren muss oder so. Wow! Ah. Okay. Gut, der hat mich geholt. Keine Ahnung wie. So, mein Titan ist auch gleich ready. Also es ist Sekundenzeit, die dann da läuft. Ach, scheiße, hat er mich wieder. So. Und also man kann die ganze Zeit natürlich, man muss nicht auf dem Boden rumlaufen, man sieht, ihr seht es ja, es geht hier wahnsinnig nach oben. Und man kann hier auch relativ gut überall rumklettern. Ihr seht es, man muss, es ist ein bisschen tricky. Man muss dann mal gucken, wie das so funktioniert, aber es läuft eigentlich ganz gut, wenn man weiß, wie es funktioniert. Ah, oh, wo ist er? Da oben ist er. Boah, wo ist er? Ach, du. Nein, eine andere. Huch, was habe ich jetzt gemacht? Scheiße. Super. So, mein Titan ist ready.
Da, mit F holt man den. Und man hat dann auch nochmal so eine Extra-Waffe, die holt man mit 3. Da ist dann, ja, da ist dann praktisch, wie sagt man? Eine Titanwaffe, die heißt, sie ist für diese Titan extra. Okay. Das ist dann so eine extra Titanwaffe. Das heißt, die macht extra mehr Damage für diese Titan. Was natürlich auf jeden Fall viel Wert hat. Gerade weil die Titan extrem viel Damage. Selber so kommt man nicht gegen an. Also nicht so leicht als. Als. Na? Als Mensch, als Figürchen kommt man da nicht so an. Okay. Das ist natürlich schlecht, wenn hier kein anderer Titan ist irgendwie. Boah. Also man sieht, kritisch Damage kommt gerade rein. Und ich habe gerade die mega Soundprobleme. Aber das liegt vielleicht auch daran, weil ich hier gerade mit aufnehme. Aber wir haben gerade gesehen, ich bin mit hochgegangen. Also der Titan explodiert dann praktisch irgendwann. Und, wow! Jetzt holen wir die andere Waffe. Und dann, ja, schon zu spät. Gibt es da noch die andere? Och, scheiße. Was hau ich denn immer? Und dann geht man praktisch mit hoch, weil man nicht eh Eject raus, also rausspringen drückt. Eieiei. Guck mal da hinten, der brennt schon. Und es gibt auch, also die haben, einige haben dann auch so eine Spezialfähigkeit, wo die dann, na komm, zeig dich nochmal. Ach, shit. Wo man dann eben den Nuklear machen kann oder eine spezielle Fähigkeit vor dem Titan dann hat.